was tust du denn da? Ich dachte mir nur, das ist ja echt schnell erledigt. Okay, was ist passiert? Nichts. Hast du mir vor 10 Minuten erst noch gesagt, dass ich Adrian in dich verlieben könnte? Hast du ihm nicht deine Mappe gezeigt? Er war beschäftigt. Und ob ich ihm das Zeug jetzt heute oder morgen zeige, das ist ja echt komplett egal, weil die Dinger rennen ja nicht weg. Daher ist es wirklich egal. Ich mach das jetzt kurz fertig. Sorry nochmal. Für was? Dass ich hier vorhin ungefragt deine Suite ausgeräumt habe. Ein 5-Sterne-Hotel, Buchung eines bekannten Hoteltesters versammelt, dann ist das durchaus ein Notfall. Das klang aber vorhin noch ganz anders. Ja, prinzipiell hat sich da meine Meinung auch nicht geändert. Ja, kommt nicht nochmal vor. Okay. Dann, schönen Abend noch. Ja, gleichfalls. Mann, Lechner. Was sollte das denn? So. Hast du vielleicht noch Lust auf einen Absacker? Danke, ich gehe schlafen. Ich bin ziemlich groggy. Clara? Du bist doch nicht nur so fertig, weil Adrian keine Zeit hatte. Ich habe mir was vorgemacht. Aber ich werde es schon überleben. Du musst nicht, wenn du nicht willst, aber ich habe schon gehört, dass es manchen Menschen geholfen haben soll, zu reden. Also. Nachdem wir geredet haben, bin ich mit meiner Mappe zu diesem Personalzimmer gegangen. Und die Tür war nur angelehnt, also habe ich sie aufgemacht. Und er war... Ich war im Bett mit einer anderen Frau. Nicht dein Ernst. Ist es jemand, den du kennst? Hey! Seid ihr jetzt erst von der Hochzeitsfeier zurück? Ja. War wohl ein rauschendes Fest, hä? Ich glaube, glücklicher als Sebastian und Luisa kann man heute Abend nicht sein. So soll's ja auch sein. Wie war dein Abend? Ja, der übliche Hotelwahnsinn. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Gutes Nächtle, ihr beiden. Na, schlaf gut. Ja. Sag nicht die Frau aus. Die Serie. Ja. Setz dich, bedien dich, ist alles da. Danke, ich frühstück lieber nach dem Laufen. Ach komm, wenigstens einen O-Saft, habe ich extra frisch gepresst. Ha? Tina kommt bestimmt gleich. Schon weg. Na schön. So wirkst du gar nicht. Wie was? Wie eine Prinzipienreiterin. Frühstück erst nach dem Laufen und so? Tja, so kann man sich täuschen. Ich hab da vorhin mal reingeguckt. Bitte? Nicht okay? Ich hab nur gedacht, weil die Mappe so offen rumliegt. Sind das alles deine Entwürfe? Ja.
Die sind echt der Hammer. Du bist unglaublich talentiert, da musst du unbedingt mehr draus machen. Ich wäre definitiv Stammkundin. Das haben die Modefirmen bisher leider nicht so gesehen. Ach, die sind doch alle mit Blind und Blödheit gestraft. Entschuldigung, ich muss wirklich los, sonst schaffe ich meine Runde nicht vor der Arbeit. Okay. Hey, Clara. Hey. Clara, jetzt warte doch mal. Bleib doch mal stehen. Ich wusste gar nicht, dass du auch läufst. Ja, ab und zu. Also, nicht regelmäßig. Das bedeutet ab und zu. Jetzt warte doch mal. Wo warst du gestern auf einmal? Ich dachte, du wolltest mir die Mappe vorbeibringen. Ja, wollte ich auch. Ich habe sie geholt und ewig auf dich gewartet und du hast... Bin ich irgendwann einfach nach Hause gegangen. Ja, da ist mir was dazwischen gekommen. Aber heute hätte ich Zeit, also heute können wir uns den Dürfer anschauen. Ja, mal sehen. Okay. Laufen wir den Rest noch zusammen? Sicher nicht. Was? Du musst ja da lang und ich da. Und dein Weg ist viel länger als meiner, also. Seit wann bist du so unflexibel? Es wird Schiss, dass du nicht hinterherkommst, was? Ich weiß nur, wo meine Grenzen sind. Viel Spaß noch. Danke, dass Sie sich einrichten konnten. Setzen Sie sich doch. Wenn der Geschäftsführer nach mir rufen lässt. Ich finde, wir sollten dringend etwas klären wegen letzter Nacht. Was genau? Naja, das, was da zwischen uns passiert ist. Also, mir hat's gefallen. Aber das ist hier Ihnen doch auch. Ja, aber das ist hier nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass es eine einmalige Sache bleibt, die niemanden sonst etwas angeht. Stimmt's oder habe ich recht? Genau. Versteht sich doch von selbst. Sie gehen ja ganz schön routiniert mit dieser Situation um. Übung? Sie? Ich habe einfach kein Interesse an privat-beruflichen Konflikten. Ja, das geht mir ganz genauso. Den Rest habe ich zigfach in Chiclet gelesen. Chiclet? Mhm. Sanfte Frauenromane mit Klischeemännern, die sich genauso verhalten wie sie gerade. So, dann gehe ich mal besser an die Arbeit. Oder war noch was, Chef? Jetzt geht's zur Post, bitte. Alles klar? Ja, das ist schade, aber... Wenn Sie keine Vakanzen haben. Ich danke Ihnen. Alles klar. Wiederhören. Sorry, ich wollte nicht lauschen, aber du suchst nur einen Arbeitgeber? Erwischt. Also wenn es irgendwas gibt, was wir hier ändern können, dann... Ich möchte nicht. Nein, nein, das ist nur so. Ich würde ganz gerne in der Nähe meines Sohnes wohnen. Ach so. Ich will kein Ferienpapa sein. Ja, dann fürchte ich, kann mir nichts tun, um dich hier zu halten. Es gibt viele Leute hier, denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Das werde ich auch nie vergessen. Schön zu hören. Ja, und so wie die Jobsituation momentan aussieht, werde ich euch ohnehin noch eine Weile erhalten bleiben. Hm. Sag mal, wo wohnt der Paul nochmal? Im Bergischen. Bevor ich hierher kam, habe ich ein paar Jahre in Düsseldorf gewohnt und ich habe auch noch eine Menge Kontakte zu Hotels da. Ja, das ist gar nicht so weit. Also wenn du möchtest, frage ich da mal an, ob die vielleicht einen Restaurantchef suchen. Wäre großartig. Ja, also ich würde mich gleich dranhängen. Ich kann nicht versprechen, aber vielleicht. Sehr, sehr gern. Gut, alles klar. Adrian fragt sich jetzt bestimmt, warum ich so zickig zu ihm war. Komm, du kannst dich doch nicht die ganze Zeit verstellen. Ja, was soll ich denn machen? Er weiß ja nicht, dass ich ihn mit Desiree gesehen habe. Selbst wenn nicht, kann sie mir nicht mal vorwerfen. Das stimmt leider. Das hilft alles nichts. Ich muss mich irgendwie zusammenreißen. Wenn ich schon als Frau keine Chance bei ihm habe, dann will ich ihn wenigstens als guten Freund nicht verlieren. Bist du denn sicher, dass die beiden ein Paar sind? Ich meine, es kann doch auch eine Bettgeschichte sein. Desiree ist nicht dumm.
Okay. Und das heißt was? Mann wie Adrian. Den lässt sie nicht entwischen. Garantiert. Ah, da bist du. Ja, ich hab noch Pause. Ich weiß. Wir müssen reden. Okay, worüber? Na, du bist sauer auf mich, das weiß ich doch. Hör zu, ich wollte dich gestern nicht einfach da stehen lassen, das tut mir leid. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm, ich bin heute Morgen noch irgendwie einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden. Sieht lecker aus. Ich habe zwei, falls du eins willst. Gerne. Das ist ja fast so wie früher. Ich hatte immer zu wenige Schulbrote dabei und du immer zu viele. Dann wärst du nicht gewesen, wäre ich ja verhungert in der Schulzeit. Und Geheimnisse. Geheimnisse haben wir auch immer geteilt. Du bist ja zum Beispiel, bis du 10 Jahre alt warst, nie ohne deinen Stoffhasen ins Bett gegangen. Ja, und du hast heimlich Rauchen geübt, nur um cool zu sein. Nur ist dir blöderweise davon sowas von schlecht geworden, dass deine Mutter dachte, du wärst schwer krank und dich zum Arzt bringen wollte. Bitte erinnere mich nicht daran. Und dann gab es noch diese Klassenkameradin. Sie hat dir so ein Liebesgedicht, was du geschrieben hast, geklaut. Und dann hat sie es vor der ganzen Klasse vorgetragen. Ich weiß ja bis heute nicht, für wen das eigentlich war. Aber ich kann es mir denken. William. Meinst du, das ist immer noch so zwischen uns beiden? Also, dass wir uns alles anvertrauen können? Ja, ich denke schon. Gut. Also, das ist gut, weil... Weil ich... Ich habe mich gestern zu einer ziemlichen Dummheit hinreißen lassen. Ich war mit Desiree Bramig im Bett. Ja, und das macht den Umgang mit ihr halt jetzt noch viel komplizierter. Wir lagen uns ja davor auch schon immer in den Haaren. Naja, was sich liebt, das neckt sich halt. Was? Du meinst, Desiree Bramig und ich, wir könnten irgendwie zusammen... Nee. Du hast immerhin mit ihr geschlafen. Ja, und? Ich hab dir das doch gerade schon erklärt. Wir sind aufeinander getroffen, wir haben uns gestritten, dann kam eins zum anderen und dann ist es halt irgendwie passiert. Aber mehr, nee. Diese Frau zur Freundin zu haben, das ist ein Albtraum. Okay, das heißt, du bist nicht in Desiree verliebt? Mein Gott, nein. Liebe. Liebe, das ist auch eher ein abgenutzter Begriff, finde ich. Ich meine, ich habe meinen Vater geliebt, ja. Aber ich liebe auch eine gute Flasche Wein oder ich liebe ein gutes Essen. Ich liebe es, mit meinem Gleitschirm durch die Luft zu fliegen, ja, das liebe ich. Oder man kann auch eine gute, tiefe Freundschaft lieben, claro. Und was ist mit der romantischen Liebe zwischen zwei Menschen? Ach so, du meinst so Schmetterlinge im Bauch haben und vor Aufregung kein Wort rausbringen und so, ja. Ja. Habe ich nie erlebt. Ich glaube sowieso, dass... Die romantische Liebe, das ist eher so ein Wunschtraum. Das stimmt nicht. Liebe ist... Nichts ist erfüllender. Es klingt ja fast so, als hättest du sie schon erlebt. Nein. Aber ich weiß, dass es sie gibt und... Ich glaube fest dran, du solltest das auch. Du brauchst nur die richtige Person. Wie auch immer, mag ja sein. Was ist denn eigentlich mit deinen Entwürfen? Die würden mich mal interessieren. Also vorausgesetzt, ich krieg noch eine zweite Chance. Na gut, weil du es bist. Nach Hause dürfte ich so gerade noch schaffen, um sie zu holen. Alles klar. Du kommst dann einfach vorbei, okay?
Okay. Gut. Dann bis später. Bis später. Fleißig, fleißig. Sogar in der Pause noch bei der Arbeit. Ja, je schneller ich mich einarbeite, umso besser, dachte ich. Ihr Vater wäre stolz auf Sie gewesen. Ja, wahrscheinlich. Anteilseigner im Fünf-Sterne-Hotel. Das kann sich sehen lassen, glaube ich. Ja, Ihr Vater war ein erfolgreicher Hotelier. Aber er hatte auch so seine versteckten Talente. Wie? Na, er war sehr tatendurstig. Ja. Sagen Sie, hat er eigentlich noch was anderes gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Also wenn, dann hätte er es sehr gut vor mir versteckt. Nein, nein, ich glaube, das Hotel, das war sein Ein und Alles. Hm. Naja, mein Kontakt zu Ihrem Vater ist ja vor langer Zeit abgebrochen, aber Sie hatten bis zuletzt ein enges Verhältnis zu ihm? Ja. Ja, bis zuletzt. Schon immer. Und bei seinem Tod, das war... Kennen Sie diese Floskel, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Hm. So hat sich das für mich angefühlt. Wie ist es ihm denn so in den letzten Jahren ergangen? Das ist eine gute Frage. Und gleichzeitig schwer zu beantworten. Wissen Sie, als meine Mutter und William so plötzlich verschwunden sind, von da an hat sich mein Vater verändert. Ich habe ihn ja immer bewundert für seine Energie, für seine kompromisslose Art, für seinen Mut. Mhm. Ja, und dann? Er hat sich total abgekapselt. Erst von mir. Vom Leben. Es hat wehgetan zu sehen, wie er immer verschlossener wurde. Ja. Tut mir leid für Sie. Naja, aber das ist auch nichts, wofür man jetzt auf die Couch müsste. Mittlerweile führe ich mein eigenes Leben und das auch ganz erfolgreich. Tja, so soll es auch bleiben. Entschuldigen Sie die Störung. Ja. Herr Lechner? Ich habe mich gerade mit diesem Hotelkritiker unterhalten. Sie wissen schon, Herrn Suter? Ja, und? Er hat mich auf eine Idee gebracht, die ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Ja, dann will ich nicht weiter stören. Ich muss sowieso noch etwas arbeiten. Danke für Ihre Offenheit. Ja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen weiterhelfen konnte. Doch, das konnten Sie. Ja, setzen Sie sich. Gut, dann schießen Sie mal los. Eine Idee. Vielen Dank. Ja, was denken Sie denn? Natürlich kenne ich Baumhaushotels. Ich hatte ein Hotelbewertungsportal. Die gibt es ja auch schon seit 10 Jahren. Ja, aber es entsteht gerade ein richtiger Hype darum. Ich sag nur Glamping. Ach so. Ich weiß, Glamour Camping, nur in luftiger Höhe. Und das schlagen Sie ernsthaft vor für unseren Fürstenhof? Ja, als besonderes Angebot. Das ist ähnlich wie mit den Romantikhütten, nur eben als luxuriöses, echtes Baumhaus. Was heißt denn echt? Naja, oft stehen diese Häuser nur auf Stelzen. Dadurch erreicht man zwar die Höhe, aber man erreicht nicht das Gefühl. Okay, vielleicht ist das weniger romantisch, aber kostensparender. Herr Lechner, stellen Sie sich mal vor. Ein Haus, oben auf der Baumkrone. Bei leichtem Wind schwingt es sanft hin und her. Das muss ein unvergleichliches Gefühl sein. Ja, das ist ein guter Punkt. Man sitzt ja dann auch direkt in der Baumkrone drin und kann seinen Blick in die Ferne schweifen lassen. Schöne Aussichten haben wir ja eigentlich genug. Genau. Sie wären also einverstanden? Naja, ich schätze, es ist mondän genug für unser typisches Klientel und auf der anderen Seite aber auch eine junge Idee. Also, wir ziehen bestimmt mal das Publikum damit an. Das Einzige ist nur, für meine Teilhaber brauche ich, glaube ich, ein paar Zahlen. Kosten-Nutzen-Rechnung, Umsatzstrukturen bei Hotels, die sowas anbieten. Ich habe das mal ganz grob überschlagen. Aha. Voila. Wow, ich bin beeindruckt. Respekt. Ja. 2,7, 2,7, 2,8. Auch bei starken Windstärken. Was heißt denn das? Was passiert denn bei Sturm? Na, es wird schon nicht vom Baum fallen.
meinen Sie? Naja, kommt drauf an, was man da so anstellt, aber... Ja. Das besprechen wir gerne ein andermal. Mein Gott. Aber sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Entschuldigung. Ah, Frank, hallo. Vielen Dank für deinen Rückruf. Genau. Es geht um unseren Restaurantleiter. Ja klar, was denkst du denn? Das ist der zweitbeste Mann im Fürstenhof. Nach mir natürlich. Das gibt's doch nicht. Hey, klaut hier jemand Joghurt? Nicht, dass ich wüsste. Aber es kann sein, dass Sie den schon gegessen haben und es einfach vergessen haben. Ist mir auch schon passiert. So, dann viel Glück bei der Suche. Hey. Was ist denn los? Nichts. Das sehe ich. Mama, mach dir bitte keine Sorgen, ja? Du kannst über alles mit mir reden. Ich versuche auch einfach nur zuzuhören. Mama, lass mich bitte gerade. Ich ärgere mich gerade nur über meine eigene Dummheit. So, jetzt habe ich endlich Zeit für dich und deine Mappe. Hallo? Was ist los? Wonach sieht das hier aus? Okay, dann halt, wenn du fertig bist mit Fegen. Ich kann nicht einen halben Tag Pause machen. Tut mir leid. Gut, dann eben mit dienstlicher Anweisung. Du fegst später weiter. Sag mal, kapierst du es nicht? Ich will hier keine Sonderbehandlung. Schon gar nicht von dir. Mann, was ist denn los? Du bist doch sonst nicht so. Was ist los? Was habe ich dir getan?